Aufensie sich für die Kinder zusammen. Die Trennungsgerüchte am Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bestätigten in den vergangenen Tagen nicht nur die Medien und natürlich das Paar selbst. Sondern vor allem die jungen Menschen, die plötzlich die Welt nicht mehr verstehen. Jennifer Lopez, 51, und Alex Rodriguez, 45, sollen sich aktuell in der Dominikanischen Republik aufhalten. Beziehungsarbeit sei das Ziel, heißt es, aber vermutlich auch Schadensbegrenzung bei ihren Kindern. Jennifer's Zwilling Jamie und Max, 13, und Alex Proctor Natasha, 16, und Ella, 12, se in amba dancers dort angesichts der drohenden Trennung. Berichtet ein Insider aus dem Umfeld der Patchwork-Familie Gigi Nubetemese. Jennifer Lopez und Alex Rodriguez. Kinder standen unter Schock. Das Paar habe so später agiert. Als am vergangenen Freitag die Gerüchte über ihre Trennung die Nachrichten seiten fluteten. Sie ist für die Kinder ein absoluter Schock gewesen. Es gab viele Tränen, so die Quelle. Die Trennungsgerüchte am Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bestätigten in den vergangenen Tagen nicht nur die Medien und natürlich das Paar selbst. Sondern vor allem die jungen Menschen, die plötzlich die Welt nicht mehr verstehen. Jennifer Lopez, 51, und Alex Rodriguez, 45, sollen sich aktuell in der Dominikanischen Republik aufhalten. Beziehungsarbeit sei das Ziel, heißt es, aber vermutlich auch Schadensbegrenzung bei ihren Kindern. Jennifer's Zwilling Jamie und Max, 13, und Alex Proctor Natasha, 16, und Ella, 12, se in amba dancers dort angesichts der drohenden Trennung. Berichtet ein Insider aus dem Umfeld der Patchwork-Familie Gigi Nubetemese. Jennifer Lopez und Alex Rodriguez. Kinder standen unter Schock. Das Paar habe so später agiert. Als am vergangenen Freitag die Gerüchte über ihre Trennung die Nachrichten seiten fluteten. Sie ist für die Kinder ein absoluter Schock gewesen. Es gab viele Tränen, so die Quelle.